Und einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Outlast hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und Leute, ich hoffe wirklich ernsthaft, dass das Mikrofon diesmal besser eingestellt ist. Ich entschuldige mich nochmal an der Stelle für das letzte Video mit der scheiß Audioqualität, aber ja, wie es halt bei Outlast ist, wir können halt echt nicht Speicherstände zurückkehren. Da war doch gerade was gewesen, oder? Wir sind auf jeden Fall hier stehen geblieben, wo wir den Schlüssel eingesammelt haben. Und wir wissen ja auch, wo wir jetzt hin müssen. Und zwar... irgendwo hier hinten war doch so eine Gittertür gewesen, die wir aufschließen können. Genau hier. Ich nehme an, dafür wird der Schlüssel sein. Jo, machen wir doch. Natürlich immer wieder schön die Tür hinten dran zumachen. Man weiß nie, was einen verfolgt. Und wir müssen ja immer noch den guten Vater finden. Den Vater Martin. Oh, shit! Was geht ab? Jo, also wie es aussieht, hat das hier echt irgendwas mit... Oh, scheiße, nur noch eine Batterie. Mit irgendwelchen Geistern und Dämonen auch noch zu tun zusätzlich. Die Frage, die mich natürlich jetzt auch wirklich interessiert, ist, schadet der uns oder nicht? Ich hätte auf jeden Fall gern noch ein paar Informationen mehr darüber. Warte. Und zack. Scheiße, wir brauchen unbedingt noch eine Batterie. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Ach so. Zack. Und zack. Da können wir dann die Treppe runternehmen. Einen Moment, gib mir schnell eine Minute. Jetzt können wir hier am Rand entlang, glaube ich. Das war ja so gewesen. Das ist unsere letzte Batterie. Oh, das ist was ganz Ekliges, wenn man so um die Ecke rum muss auch noch. Als ob der jetzt einfach stirbt. Wo haben wir denn gespeichert? Oh, hier im Haus drinne. Ah, jetzt kommt hier der Geist wieder wahrscheinlich. Los. Alles gut, alles gut. Warte mal, ich gehe nochmal hier hinten schauen schnell. Vielleicht haben wir Glück und wir finden hier... Yes! Demnach hat es sich doch ein bisschen gelohnt, dass wir gestorben sind. So, hier war nichts. Wir müssen hier lang. Jetzt hier rüber. So. Und jetzt an der Kante wieder entlang. Nein! Okay, wir haben überlebt. Haben sogar noch eine Batterie gefunden. Da beschwere ich mich natürlich gar nicht. Oh, was haben wir hier? Kommen wir jetzt... Ah, wir kommen sogar hier hoch. Guck mal. Ei. Also, und nochmal. Ich war wahrscheinlich ein klein wenig zu schnell unterwegs gewesen. So. Wenigstens haben wir jetzt drei Batterien. Jetzt sollte ich aber umso mehr noch achten, dass ich nicht sterbe. Wo? Ich nehme mal an, hier runter, oder? Guck mal so. Und jetzt? Da oben müssen wir rauf, hä? Boah, ich sehe fast gar nichts, gell? Tut mir leid, wenn ihr auch nicht viel seht. Gut, ist gespeichert worden. Hier drin einer gefangen oder so. Ah, wir sind auf der anderen Seite jetzt von der Stelle hier, wo wir den Journaleintrag gefunden haben. Ja, einen Geist kann ich auch sehen. Nochmal Batterie reinhauen.
Ey, aber auch wie viele Leute hier sind, ne? Find mich hier ja gar nicht zurecht. Ist nichts, ist nichts, ist nichts. Wieso? Ah. Das finde ich schon mal gut. Was soll denn die Musik jetzt? Warte mal. Ah, das ist wieder der gute Kevin oder sowas ähnliches. Ah, ich soll eine Flasche nehmen. Kann das sein? Die blinken zumindest auf. Zeig mal her. Nee. Doch nicht. Alles gut. Also da brauche ich gar nicht hochgehen. Hier ist ja nichts. Die Tür wird ja wohl... Ah ne, hier geht's lang. Okay. Ah ne, von hier sind wir gekommen. Warte mal. Da kommen wir nicht rein. Ist irgendein Fenster offen oder sowas? Sind wir von hier gekommen? Nee, oder? Nee, hat gespeichert. Boah, Leute, ey, ich sehe fast gar nichts. Oh nein. Die Ketten kommen mir bekannt vor. Die, wo ich hier rasseln höre. Aber hier draußen ist eigentlich alles ganz dunkel. Verdammt, wo ist denn der? Hä? Ey, ich habe jetzt nichts gecheckt, von wo der kam. Ist ja schön, dass es... Ja gut, es hat wenigstens gespeichert. Wo kommt denn der? Ich laufe einfach mal. Wo müssen wir denn lang? Hier nicht, oder? Nee. Das ist aber ein gutes Versteck auf jeden Fall. Von da hinten sind wir gekommen. Was haben wir hier? Da könnten wir... Da können wir hoch. Da können wir hoch. Super, okay. Ich frage mich, ob da unten noch mehr versteckt war. Weil wir sind jetzt eigentlich relativ schnell hier aus dem Territorium rausgekommen. Ungewohnt eigentlich für meine Verhältnisse. Und jetzt hier runterspringen, ha? Huh? Oh, noch gespeichert. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn ich gestorben wäre? Genau während dem Speichern. So. Warte mal kurz, bis ich wieder anständig was sehe. Boah, man hat aber auch schon mehr gesehen, oder? Ah, das haben wir von der anderen Seite. Das habe ich nicht geahnt! Habe ich nicht geahnt, habe ich nicht geahnt. Ja, keine Chance, Leute, keine Chance. Ich weiß gar nicht, wohin. Wo soll ich denn hin? Ich weiß es nicht. Als ob ich ihn abgehängt habe. Ich habe den echt abgehängt. Das war's. Oh,
Oh, wir sind aber auf jeden Fall richtig gewesen. Wir müssen da durch diese blöde Tür rein. Also. Warte, wo waren das jetzt gewesen nochmal? Ah, hier sind wir runtergesprungen. Zeig mal her. Hier. Der ist jetzt da, ne? Wow! Das war tricky jetzt. Ey, das war richtig tricky. Ja, ich hoffe, der kommt hier rausgelaufen. Sonst habe ich keine Chance, da reinzukommen. So. Nice. Finde Vater Martin in der Frauenstation. Okay. Also ich muss ja ganz ehrlich sein, dass mich das Spiel am Anfang um einiges mehr geschockt hat als jetzt. Man merkt halt richtig, dass man irgendwann auch so ein Stück weit abhärtet gegen das Ganze. Gut, hier ist zu. Was war denn das? Ah, da ist das Tor offen. Ich habe aber echt das mulmige Gefühl, dass uns der Typ noch weiterhin verfolgen wird. Wir haben einen Eintrag. Aber ich fühle mich hier gerade noch nicht so sicher. Wartet mal kurz. So. Oh, wir haben sogar zwei. Das Ding im Dunkeln. Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen. Also damit meinen sie wirklich diesen Geist halt, ne? Wasser nicht trinken. So viel Blut im Wasser. Ich kann es riechen. Als hätte ich wie ein Kind... Als hätte ich wie im Kindergarten einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Also ganz klar geht es hier um Geister auch so ein bisschen. Guck mal, da kommen wir rein. Jetzt sind wir in der Frauenstation, nehme ich an. Ist das... Nee, ich dachte gerade, das ist auf der anderen Seite... wo wir damals den Vater Martin getroffen haben, aber das ist nicht so. Ey, wieso sind 88% der Türen hier alle verschlossen? Ohne Scheiß. Ich brauch's gar nicht. Wo ist er? Ah, da oben. Benutze die oberen Stockwerke, um zu Vater Martin zu gelangen. Ja, ist ja gut. Wieso habe ich das Gefühl, wir sind hier nicht allein? Ich habe nichts bis jetzt. Doch, da hinten war ja was. Da ist jemand. Ja, ich glaube, lieb ist der nicht. Hier drin scheinen wir relativ sicher noch zu sein. Ui. Oh, das Geräusch gefällt mir gar nicht. Hier ist auf jeden Fall einer gewesen. Den habe ich vorhin da langlaufen sehen.
Hier ist ein guter Punkt zum Verstecken. Das muss ich mir merken, weil hier so schön dunkel ist. Ja, aber der Raum ist sehr eng, glaube ich. Falls da einer kommen sollte, sind wir im Arsch. Dass sich unser Charakter aber auch so null verteidigen kann. Da, Treppe hoch. Mann, ich habe das Gefühl, die Batterien werden nicht reichen. Bitte ist offen. Und jetzt? Wir müssen nach oben. Jo, willst du nicht aufmachen? Hier kommen wir hoch. Gut. Oh, 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 oh. Schaffen wir das? Yes. Oh, jetzt bitte. Ah, gut. Ah, einen haben wir doch bis jetzt umlegen können. Stimmt, natürlich, diesen verrückten Professor da. Ja, ich weiß, dass hier eigentlich die... Oder warte mal. Okay, wir brauchen Schlüssel wieder. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Da hinten wird eh... Was ist das denn hier? Scheiße, Alter, wo ist denn hier ein Schlüssel? Oh, hier sind wieder Kabinen zum Verstecken, das ist nicht gut. Also ja, doch gut ist es eigentlich schon. Ey, gleich passiert was. Nicht gut. Und tschüss. Nicht gut. Okay, da ist einer drin. Aber der kommt nicht raus, ne? Wieso habe ich das Gefühl, dass da drin der Schlüssel sein wird? Was haben wir hier? Oh, Gott sei Dank. Also wir müssen da rein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Lauf, 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 lauf. Wohin, 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 wohin? Wo kam denn der jetzt? Oh mein Gott, was für Shortcuts. Und jetzt? Wir verstecken uns jetzt einfach hier. Was haben wir hier? Ist das der Schlüssel? Könnte aber auch eine Batterie nur sein. Kommt der?
Nee. Oh, den haben wir gut abgehängt. Der Schlüssel ist doch 100 Pro in dem Raum, wo wir vorhin auch... Oh nein. Der kommt. Geh weiter. Oh, das ist unfair. Hä? Als ob der da jetzt kriecht. Wieso rennt der denn weg? Trotzdem haben wir wieder nur noch eine Batterie. Oh Mann. Von wo? Da. Leiser. Oh nein, der kommt hier rüber gesprungen. Oder? Okay, leise, leise. Psst. Was ist das denn? Okay, wir haben... Oh, das ist... Ah, wir... Oh, wir brauchen noch zwei Sicherungen. Och nö. Wir müssen zwei Sicherungen finden. Oh, das macht's richtig schwer, dass der Typ hier richtig rumrennt auch. Also wir brauchen noch zwei Sicherungen. Ich hoffe, der kommt auch wieder zurück. Die werden wir wahrscheinlich beide da in dem Raum bekommen. Ich bin einfach total im Arsch, wenn der mir gleich entgegengerannt kommt. Da kommt er wieder. Nein! Nein! Verdammt! Zu wenig Vorsprung, zu wenig Vorsprung. Und jetzt? Warte, rechts. Oh, der ist ganz dicht hinter mir. Leise. Ich kann mich nicht bewegen. Wow. Das war knapp gewesen. Okay. Das ist richtig unfair manchmal. Dass der aber auch gerannt kommt. Wenn ich jetzt loslaufen würde. Guck mal, wie der losrennt. Oder? Soll ich es riskieren? Nein. Nicht gut. Du Wichser! Nein, nein, nein! Das war jetzt doof von mir. Oh nein, jetzt geht auch gleich die Batterie noch leer. Links und dann springen. Nee, hier, springen, springen. In den Spind, in den Spind, in den Spind. Mach doch! Meine Chance. Das war's. Ja, ist ja gut, Mann! Wir leben noch! Oh nein. Was soll das?
Jo, genau! Oh, hab ich mich erschreckt. Das war's, ich bin tot. Wir haben aber auch nicht genug Batterien, Mann. Wie sieht's denn hier aus jetzt? Ja, super. Jetzt können wir erstmal wieder die eine Sicherung holen. Also. Ich riskiere es diesmal jetzt nochmal. Nein! Lass mich raus! Ach, ich mag das Wegrennen nicht, ey. Da krieg ich immer so Panik. Ja, wir müssen aber die Sicherung haben. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Also nochmal jetzt. So. So, eine Sicherung. Ich lasse ihn jetzt mal hier reinlaufen und dann laufe ich hinter ihm durch. Geh weiter. So. Wir müssen einfach schnell machen jetzt. Jetzt gehen wir mal hier rechts. Hier wird es wahrscheinlich auch irgendwo eine Sicherung geben. Haben wir Batterie. Gut. Hier ist sicher auch irgendwo einer. Sauber. Der kommt jetzt sicher auch wieder hierher. Oh. Richtig guter Run bis jetzt. Wenn ich nur wüsste, wo der Typ ist. Oh nein. Komm, bitte sieh mich nicht. Bitte sieh mich nicht. Geh einfach wieder weg. Die Typen sind richtig übel drauf. Genau. Laufen die Richtung. Boah, danach müssen wir auch noch alle Sicherungen wieder reintun. Und ich weiß ja, dass hier einer ist jetzt, wenn wir die Tür aufmachen. Da ist die Sicherung. Also, ich habe noch keinen Plan, wie wir die Sicherung holen sollen. Ich glaube, der Typ hat irgendwelche Störungen. Ich habe eher Angst, dass der andere Typ jetzt dann bald kommt. Muss ich den weglocken? Nee, ich schnapp die Sicherung und renn, oder? Aber dann rennen mir zwei nach.
Guck mal, was haben wir noch? Eine Batterie? Sehr schön. Ich glaube, der sieht uns. Warte mal. Ich mache auf jeden Fall eine neue Batterie hier mal rein, falls wir wegrennen müssen. Okay, das war die dritte Sicherung. Jetzt lauf! Oh nein! Das war blöd! Das war blöd! Wo lang? Jetzt muss ich überlegen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Das ist gut. Ich weiß, das ist nochmal ein riesen Umweg jetzt. Aber ich will da echt auf Nummer sicher gehen. Oh, bitte, 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 bitte. Lauf nicht in meine Richtung. Ich hoffe, der andere kommt nicht auch noch. Komm schon. Um die Ecke, dann kann ich sprinten. Mach! Warte. Habe ich einen Schlüssel jetzt? Oh, ist er gespeichert. Oh, nice. Okay. Das heißt, wir hauen wieder ab. Okay, da kommen welche. Jetzt müssen wir hinmachen. Jetzt dürfen wir nicht so lange rumgammeln hier. Oh nein. Hä? Ich hab doch einen Schlüssel. Ah, der ist runtergelassen worden, der Lift. Kann das sein? Dass wir den jetzt unten holen müssen? Oh. Der ist 100 pro runtergelassen worden, der Lift. Waren unten auch Gegner gewesen? Oh Mann. Och, das kann doch nicht sein. Jetzt müssen wir ganz runter, um danach ganz hoch zu können oder hochgehen zu können. Oder? Hallo? Da ist einer. Soll der mal da gammeln von mir aus? Immer noch eine Batterie. Aber hier unten ist nicht der Lastenaufzug, der ist nicht hier unten. Oder? Nee. Der ist hier nicht. Ich habe nicht richtig drauf geachtet. Haben wir den nach oben oder nach unten geschickt? Es kann ja fast nur nach unten sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nochmal alles zurück müssen. Doch, tatsächlich. Okay, und jetzt die Treppe hoch. Ich habe immer noch Angst. Oh nein. Alles gut. Die springen hier eh nicht rüber. So.
Mal schnell Batterie. Und jetzt können wir hier rein. Super. Dein Ernst jetzt? Nochmal. Neues Ziel, Folge der Blutspur. Follow the blood. Okay. Recht einfach bis jetzt. Oh, okay. Ganz ruhig, Großer. Ganz ruhig. Ich nehme an, wir müssen hier rüberspringen. Gespeichert. Das ist immer so ein wohlfühlendes Erlebnis. Was? Und jetzt? Müssen wir wieder hoch? Guck mal hier. Boah, hier muss man richtig aufpassen. Hier bricht ja alles auseinander. So. Oh, wir haben auch noch zwei Journaleinträge, habe ich im Kopf. Gucken wir mal. Den wollte ich aber jetzt gerade gar nicht. Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. Project Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. Project 63 ist in erster Linie ein Verbindungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist es, bestimmte herausgebende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Okay. Wollen wir da rein? Nee, wir müssen doch von da kommen, oder? Ja, wir müssen von da kommen. Da müssen wir rein. Jetzt fehlt mir das benötigte Schlüssel wieder. Ah ne, hier müssen wir rein. Okay, wir folgen am besten dem Geist. Wäre ja auch langweilig, wenn es nur so Mutantentypen wären. Lüge. Ja, ist gut, okay. Komm, hier. Du kriegst eine Batterie zum Essen. Schon, wo ist denn der Vater Martin? Heißt was? Oh nein. Fred und George sind wieder da. Wir laufen einfach weiter. Ich lasse mich nicht aufhalten. Wahrscheinlich müssen wir aber da rein. Die laufen jetzt im Kreis, gell? Kann das sein? Ja. Okay, die laufen im Kreis. Der andere? Lauf weiter, komm. Was sind das? Das waren hoffentlich nur zwei. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele das waren. Bei sowas muss man einfach die Ruhe selbst bleiben. Scheiße. Ich habe nicht mal richtig Zeit.
Zeit, um mich umzugucken. Die kommen auch sicher irgendwann wieder zurück. Eigentlich sind das doch zutiefst missverstandene Kreaturen. Okay, 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 okay. Oh, da ist er! Ich nehme mal an. Oh, nein, 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 halt dich! Nee, 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 nimm die mit! Komm schon! Unsere Kamera ist weg. Nee. Nee. Was machen wir denn jetzt? Ja, das ist mir klar. Der ist da runtergefallen. Ey, ohne Kamera auch noch. Jetzt können wir uns nicht nur nicht mehr verteidigen. Was war das? Jetzt sehen wir auch nichts. Jetzt können wir hier von Lichtquelle zu Lichtquelle laufen, oder was? Ist dann am Pissen. Och Mann, wir sind so weit gekommen, jetzt mal ohne Scheiß. Hey, lass los! Na. Oh. Wo ist denn der Camcorder? Ja. Ich kann eh nichts machen. Ich könnte mich ja nicht mal richtig verstecken. Oh, shit! Hallo? Jo. Scheiße, Mann. Mein Camcorder. Nimm ihn doch. Ey, verarsch mich doch nicht, nimm ihn. Was soll denn das? Ja. Hallo? Willst du mir jetzt sagen, ich muss irgendwie auf die andere Seite kommen oder was? Ja, nimm ihn doch! Warte mal. Ich muss hier irgendwo sie. Kann ich hier irgendwie reinkrabbeln irgendwo? Ich sehe nichts. Ah, tatsächlich hier. Finde einen Weg in den zweiten Stock. Genau. Ja, keine Chance, Alter. Keine Chance.
Wie soll denn das funktionieren? Lad auf. Och, beim Och, da steht auch nix. Komm. Nein! Nein, nein, nein! Okay. Was? Bitte! Nein! Ah! Ja gut, ey, da kann ich jetzt auch echt nichts machen, ne? Nochmal. So, das sieht ganz gut aus. Boah, ich sehe fast nichts mehr. Jetzt müssen wir einfach wieder zurück, oder was? Oh, wenn das so einfach wäre. Ich weiß doch nicht, von wo wir gekommen sind. Hätte mir mal einer gesagt, ich soll mir das merken. Wow. Jetzt macht's langsam keinen Spaß mehr. Ich sehe ja nicht mal mehr was. Ich glaube, hier war aber nichts gewesen, ne? So, jetzt sind wir hier, wo wir eigentlich hätten sein sollen. Finde Vater Martin im Verwaltungsblock. Ey, den müssen wir immer wieder woanders suchen. Jetzt wird's gerade noch schwerer mit der kaputten Kamera. Hab dich! Hallo? Haha, hättest du nicht gedacht, hä? Huh? Ja, ist okay. Only one way out. Only one way. Ja, du sagst es, aber, Vater? Hm, na gut. How do you know you're not a patient? Sind wir denn jetzt schon im Verwaltungsblock? Haben wir hier angefangen? Oh nein, damit hätte ich es nicht gerechnet. Dass der Fettsack wieder hier ist. Damit hätte ich nicht gerechnet. Scheiße, scheiße, scheiße. Geh durch die andere Tür, bitte. Komm schon. Genau. Das Problem ist jetzt. Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Das war's. Tschüss! Warte, 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 warte. Den können wir vielleicht abhängen. Das war gut gewesen! Mit dem Tisch abgehängt. Wir müssen aber da hinten hin. Wo geht denn der jetzt hin?
Oh, der geht wieder zurück, oder? Das ist nicht gut. Ja, der geht wieder zurück. Scheiße. Hä? Ah ne, der geht nach rechts. Was ist denn da? Ich weiß es nicht. Ach Mann. Ich hätte da durchgehen sollen, wenn der hier drin ist. Oh nein! Das war's. Ich muss jetzt rein. Verdammt! Ich muss durch die Tür, wenn der sich da hinten da so rumdreht, Mann, ey, scheiße. Och Mann. Was ist hier? Nichts. Nur was zum Verstecken. Okay, da in dem Raum da drin ist. Das ist auf jeden Fall ganz gefährlich in dem Raum. Aber er muss da reingehen, sonst habe ich keine Chance. Nein. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Nein! Das war's. Das war's. Ja, ist gut, tschüss. Ach Mann, ja, nimm mich doch. Komm, nimm mich von allen Seiten, ey. Ich hab eine andere Idee. Die Räume sind ja miteinander verbunden. Der große Büroraum. Wenn er durch die Tür hinten reingeht, gehe ich vorne rum raus. So machen wir's. Also, hier aufmachen. Jetzt geht der. Ich probiere es aus. Ich habe keine andere Möglichkeit. Lauf. Aber ich weiß ja gar nicht, was ich hier machen soll. Das sieht schon mal gut aus. Stellt euch mal vor, dieses Riesenvieh krabbelt nach. Geht's dir gut? Ah, wahrscheinlich nicht so. Kann ich den auch? Tschüss. Oh, wir sind am Anfang wieder hier. Heißt aber trotzdem nichts Gutes. Fällt mir gerade gar nicht die Musik. Hä? Also lesen wir schnell. Vordringen in das Geisterreich. Ich fürchte, über wichtige Neuigkeiten hinsichtlich der Arbeit von Dr. Rudolf Rennick in der Entwicklung des morphogenetischen Antriebs basierend auf den Theorien, die während seines kurzen, jedoch unglücklichen Umgangs mit Arturing entstanden sind. Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, würde ich nicht glauben, dass es geschehen ist. Aber über das Versprechen der Zellregeneration, Regeneration und der geleiteten Karzinomegen, ach was auch immer, hinaus bin ich davon überzeugt, dass Wernick mit seiner Methode in die Geschichtswelt vorgestoßen ist.
Von der anderen Seite ist etwas herübergekommen. Ich habe persönlich eine Erscheinung wahrgenommen. Nur kurz, aber ohne Zweifel. Leiten Sie mir meine Nachricht mit einer Einleitung zu weiteren Experimenten an Dietrich Eckhart weiter. Ich zweifle nicht daran, dass die Führung selbst über unsere Entdeckungen informiert werden sollte. Ich bin überzeugt, dass Dr. Rennecke Erfolg unserer Sache und Deutschland eine große Möglichkeit bietet und es genügend Gründe gibt, ihn von jeglichen Verfolgungen fernzuhalten. Mit freundlichen Grüßen, auch in Ihrer Familie, Unterschrift unleserlich. Also wir reden hier eindeutig von Geistern. Aber das war uns ja vorher schon klar. Da waren wir ganz am Anfang gewesen. Da hat er uns gepackt und hier rausgeworfen. Was? Besorge den Schlüssel aus dem Aufenthaltsraum. Irgendwas mit Kino habe ich noch gelesen. Ich habe es aber zu spät. Also hier lang. Ah, hier. Das sieht nach einem Aufenthaltsraum aus. Ich nehme an, wir müssen hier hoch. Okay. Spinde zum Verstecken ist wieder ganz schlecht. Heißt das? Ui, das war viel Krach gewesen jetzt. Okay, wir sind hier in diesem Kinosaal. Hier hat der Typ eben Klavier gespielt. Ich komme nicht zum Lesen, Leute. Das müsst ihr machen. Mann, ich brauche doch immer noch den Schlüssel. Wasch dir schön regelmäßig die Hände. Fleischfressende Bakterien. Ja. Wirklich? Verdammt, ich kündige. Ah, das ist so eine Art wie Chatverlauf. Boah, nee, siehst du ja gar nichts. Ja, aber ich habe halt immer noch keinen Schlüssel, sowieso. Das wird es eh zu sein.
Ich glaube, wir müssen hoch in den Projektorraum. Mal Batterie. Heißt was? Heißt was? Da ist der Schlüssel. Wir müssen von der anderen Seite rein. Guck mal, da ist eine Tür noch offen. Hä? Komm jetzt. Wieso einfach, wenn es auch schwer sein kann? Ah, okay. Verstanden. Ja, ist der Typ denn überhaupt böse? Ah, okay. Ich sehe fast nichts. Verdammt. Oh, okay. Finde Vater Martin in der dritten Etage. Also vorhin haben wir Vater Martin gefunden, ne? Nur um das mal klarzustellen. Okay, wir müssen eigentlich wieder zu den Aufzügen, also eigentlich alles zurück. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir jetzt wieder Probleme kriegen werden? Oh, wenn es nur wieder dieser Fettsack sein wird. Ich ahne einfach nichts Gutes. Das meine ich. Die Frage ist, von wo kommt der? Einer? Die sind doch immer zu zweit eigentlich. Oh nein, da ist er. Mach! Tschüss. Okay, dritte Etage. Wo ist jetzt Vater Martin? Ich habe jetzt echt keinen Bock, noch ewig lang mit dem rund zu diskutieren und hier Verstecken zu spielen. Sollen wir den jetzt nutzen? Es ist ein Schlüssel notwendig. Ey, ist das euer Ernst, ey? Kann man auch einmal das Ganze einfach hier hinter sich bringen? Ist das Vater Martin? Das ist er. Ist er nicht, nein. Hallo? Ups, Entschuldigung, verwechselt. So ein Allerweltsgesicht hat er gehabt. Ich da überhaupt durch? Ah. Hast du einen Schlüssel? Nee. Wollte dich auch überhaupt nicht belästigen eigentlich. Oh. Hallo? Ah. Ist nix, ist nix, ist nix, ist nix, ist nix. Es wäre halt aber auch schon ein bisschen lächerlich, wenn ein Schlüssel hier einfach auf der Toilette rumliegen würde. Also irgendeiner von denen wird ja wohl einen Schlüssel haben. Das wird mir langsam nicht geheuer. So.
Hui, ich ahne schon, was wir machen müssen. Oder? Meint ihr? Rechtsrum kann ich ja nicht. Oder ist das einfach nur ein Shortcut? Falls wir verfolgt werden. Ne, hier waren wir noch nicht. Also, Gott hasst Schwache oder Schwäche. Alles gut bei dir? Oder kickt's Koks wieder? Ui, wir werden erwartet, Fred und George. What? My job. You alone shall escape the Talva. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Okay, er sagt, der Aufzug sei repariert. Der Aufzug bringt dich zum Hauptausgang. Ach du Scheiße. Okay. Oh, jetzt, okay. Oh nein. Oh nein. Das heißt nichts Gutes. Och, ich weiß doch gar nicht, wo lang. Ich dachte, ich bin in Sicherheit. Oh Mann. Ganz ruhig. Ich will noch mehr in die Ecke. Ich habe Angst. Ich glaube, der Typ hängt fest. Ja. Okay, das ist anscheinend unsere letzte Aufgabe jetzt noch. Oh nein. Oh, verdammt. Ich dachte, er ist reingegangen. Ja, okay, das war's. Komm, ja, hier nimm mich doch, ey. Scheiße, Mann. Verdammt, wo sollen wir denn hin? Nein! Oh ne. Lauf! Ach! Hä? Falsche Tür! Langsam. Oh Mann, ich hoffe, ich hab. Das war schon wieder so scheiße. Ah, das war schon wieder so blöd gewesen, Mann. Wir müssen da 100 Pro hoch. Okay. Das hat funktioniert. Was bringt uns das jetzt hier?
Der bricht doch hier die Tür auf, oder? Aufzug, Aufzug, Aufzug. Was? Nein, 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 nein. Da oben war doch der Ausgang. Was geht ab? Nee, Mann, verarsch mich doch nicht. Oh, finde einen anderen Weg nach draußen. Was? Echt jetzt? Oha! Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernick. Frankenstein oder der moderne Prometheus von Marley Shelley, 1818 anonym veröffentlicht, Kapitel 23 Auszug. Oh Mensch, so rief ich, wie verblendet verharrst du doch in den Weisheitsdunkeln. Genug Gedicht. Okay, komm, mag das jetzt nicht lesen, ganz ehrlich. Drückt Stopp, lest selber. Als ob das hier ein... Wo sind wir hier? Hier unten haben die wahrscheinlich ihre Experimente gemacht. Ja. Ich hoffe einfach nur, dass jetzt hier keine Batterien mehr rumliegen. Das würde nämlich bedeuten, dass wir keine mehr brauchen. Aber ich habe so irgendwie ein ganz mulmiges Gefühl. Oh Leute. Drückt Stopp, lest euch das gerade selber durch. Ich bin jetzt schon zu lange im Aufnehmen. Aber... Da könnt ihr noch die zweite Seite haben. Militärfahrzeuge. Müssen wir auf jeden Fall hin, das ist der Ausgang. Och man, ich ahne aber langsam nichts Gutes mehr hier. Delivery Exit. Okay. Was? Sind wir jetzt echt gestorben? Ich glaube schon. Oh nein, lauf. Nein! Wo müssen wir denn lang? Wir müssen abhauen. Was? Aber wo lang? Wo lang? Yeah.
Scheiße. So stirbst du also, von einem heraus in Stücke gerissen, von innen heraus in Stücke gerissen, dein Innerst an einer Betonwand verteilt. Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht einen anderen gefunden hast. Heißt es jetzt aber, wir können darum wieder zurück? Oder sterben wir jetzt trotzdem, wenn ich jetzt da lang laufe? Weil er hat eben in die andere Richtung geguckt. Deswegen, ich zweifle jetzt gerade noch so ein bisschen. Okay, es geht nicht. Das heißt, wir müssen wirklich wieder nach oben jetzt. Die Türen sind ja alle verriegelt. Laufe ich jetzt wieder in die falsche Richtung? Nee. Heißt jetzt was? Müssen wir wieder zurück? Nee, hier ist gar kein Aufzug mehr. Warte mal, bevor ich jetzt wieder alles zurücklaufe. Aber hier ist nichts. Nee. Nee, wir müssen woanders hin. Ich habe ja eben noch so Stimmen gehört. Muss doch irgendwas noch sein. Irgendwas, was ich übersehen habe. Oder war die Tür... Ah, die... Ah! Finde Billy im Hauptlabor. Also wir müssen... Wir müssen tatsächlich jetzt diesen Geist noch irgendwie umbringen? Verdammt, in welche Richtung müssen wir denn? Ich weiß es nicht. Warte mal. Zuck. Scheiße, ey.
Oh, das war's. Da ist die Tür wieder zu. Ah, jetzt ist hier offen. Okay. Ich hab keinen Bock, gegen den Geist jetzt zu kämpfen, gell? Ach du Scheiße. Was? In welche Richtung zeigt der Pfeil? Ich weiß nicht. Ich glaube hier lang. Och Mann, hier gibt's noch Batterien. Sag mir nicht, es wird dann auch wieder dunkel. Was? Wir sind tot. Also wir dürfen nicht in diese geschlossenen Türen laufen. Da hat er gerade ein Problem damit, okay. Warte mal, so. Also da dürfen wir sicher mal nicht rein. Lauf! Ja, weiß doch nicht, ob das richtig ist! Ah! Ey, das geht doch gar nicht! Wie sollen wir denn bitte vor dem Typen entkommen? Jetzt mal ohne Scheiß! Ich weiß nicht. Also hier lang, hä? Auch nicht. Los, los, los! Verfolgt er uns jetzt? Ui! Und jetzt? Heißt... Mann, das ist ja mega schwierig. Ach du Scheiße, okay, das ist... Das hier ist das Hauptlabor wahrscheinlich. Drehe das Ventil für den Nährflüssigkeits... Ah, ich hab's nicht gesehen. Irgendwelche Ventile soll ich... Oh shit. Das ist doch krank. Also. Einmal? Notiz oder was? Nee. Was soll ich denn machen? Ich hab's nicht richtig gelesen. Warte mal. Könnt ihr euch das wieder durchlesen, weil... Also wir müssen auf jeden Fall im Falle eines Ausfalls der Lebenserhaltungssysteme 1 und 2 bringt das Notfallsystem der Lebenskammer an, springt das Notfallsystem der Lebenskammer an und übernimmt die minimale Lebenserhaltung vor Ort, bis die Techniker eingetroffen sind. Das Deaktivieren des Notfallsystems führt zum sofortigen Tod des Patienten. Wir müssen das Notfallsystem ausschalten. Bringt nichts. Heißt. Jetzt wahrscheinlich wieder so ein Haufen Nebenräume. Was ist das?
Oh, hier sind wieder so Bastarde, Mann. Ich habe keinen Bock auf die. Okay, hier können wir nicht lang. Da geht's dann auch nicht lang. Das heißt hier rechts wahrscheinlich, oder? What the fuck? Okay. Das wird ja immer stranger. Lernt, wie gefährlich die Erwerbung von Wissen sein kann und um wie viel glücklicher derjenige sich schätzen darf, dem die Welt nicht größer ist als der Marktflecken, darin er geboren wird. Achso, um wie viel glücklicher ist nicht solch ein Mensch zu schätzen, denn einer, der da strebt, größer zu sein, als seine Natur es ihm erlaubt. Komm, ich will das jetzt ausschalten hier. Hier ist aber nichts. Oder muss ich irgendwas kaputt machen oder so? Ah, guck mal hier. Unterbreche die Stromversorgung durch den Generator des unterirdischen Labors. Oh, wieso habe ich das Gefühl, dass der jetzt wieder da ist? Weil er wieder da ist. Ist das jetzt ein Knopf, den man drücken muss in der Mitte? Ich hoffe doch. Bitte, bitte, ist das jetzt das Richtige hier? Komm. Nein, immer noch nicht. Ah, da oben. Das ist aber auch ein Stress jedes Mal hier mit den Leuten. Wo, was? Weiter, 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 weiter. So. Und jetzt? Gespeichert haben wir schon mal. Gut, jetzt müssen wir hier hoch. Man sieht den aber auch nicht, ne? Ach du Scheiße. Wie hoch geht denn das hier? Rechts oder links? Ich weiß es nicht. Och nö. Los. Boah. Der wird sich das nicht lang bieten lassen. So, die Stromversorgung unterbrechen. Warte mal, haben wir das hier? Nee. Hier haben wir noch ein Journal, das könnt ihr euch durchlesen. Mach. So. Bitteschön. Okay. Und jetzt? Wir müssen wieder zurück. Wie soll denn das funktionieren? Jetzt müssen wir wieder zurück. In die Mitte. Wo wir eben waren. Was? Er hat mich runtergeworfen. Selber schuld. Selber schuld. Oh
Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nur noch den Knopf drücken. Jetzt! Drück, drück, drück! Das, bis er stirbt. Wir haben es geschafft. Versuche zu entkommen. Oh, super, ey. Und wo lang? Ich weiß es nicht. Ja, als ob der doch in dem Zustand entkommen könnte. Wir haben es bald geschafft. Sprinten kann ich nicht mehr. Komm schon. Als ob. Gott im Himmel. You have become the host. Also hat er doch überlebt, der Geist. In uns. Wow, Leute, richtig, richtig gutes Spiel, muss ich echt sagen. Outlast, finde ich mega geil. Gibt ja noch ein DLC, Whistleblower, und der zweite Teil, den gibt es ja auch noch, den werde ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Special gefallen, 1 Stunde, 50 Minuten Video. Ich wollte einfach mal fertig werden mit dem Part, dass jetzt nicht noch wochenlang nur noch Outlast kommt. Mir hat es auf jeden Fall mega gefallen, ich hoffe, euch auch, und ihr bewertet das Video ruhig positiv. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie es mit Outlast weitergeht, bleibt auf jeden Fall aktiv auf meinem Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif, Leute. Euer Nier und ciao.